Ja, also der Kontrabass ist ein wunderbarer Monolog von Patrick Süskind über einen Orchestermusiker, der am dritten Pult als Kontrabassist so ein bisschen verelendet, ein bisschen sich da auch eingenistet hat, da nicht mehr so richtig rauskommt und jetzt auf dem Weg ist, ob ihn vielleicht die Liebe, das Leben da ihn da doch irgendwie rauskriegt und er doch eine Möglichkeit hat, aus dem Gefängnis, das er sich auch ein bisschen gebaut hat, auszubrechen. Ja, das Schöne für mich an dieser Arbeit war, dass es eine Wiederbegegnung mit Andreas Meyer gab, mit dem ich vor 2 Jahren schon mal ein Solostück, den Zigeunerboxer, machen durfte. Und ich glaube, hoffe, dass man das dann auch sieht, dass wir einen sehr ähnlichen Humor haben und dass das dann auch in der Inszenierung sich niederschlägt in irgendeiner Weise. Ja, und diesmal haben wir Unterstützung, diesmal haben wir eine Bühnenbildnerin dabei, Eileen Keip, die sich überlegt hat, dass doch der Kontrabassist auch in so einem Kontrabass wohnen könnte. Das fand ich irgendwie eine sehr schöne, süße Idee. Und ja, ich glaube, das Schöne, Besondere jetzt an dieser Inszenierung ist, dass der Kontrabassist wirklich auch in einem Kontrabass lebt, der für ihn natürlich auch viel, viel zu klein ist und indem er immer wieder auch anstößt, sich irgendwie mit dieser Enge in einem Kontrabass zu leben, zurechtfinden muss. Ja, am 27.10. ist es tatsächlich soweit. Dann haben wir hier Premiere mit dem Kontrabass im Roten Kabinett des Theater Ansbachs. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Premiere oder auch gerne eine der weiteren Vorstellungen sich angucken würden. Thank you.